herzlich willkommen zu einer weiteren Herrenrunde mit Peter Pilz und Ramin Pemani. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Das Wochenende in Berlin hat ja auch im Ausland für Gesprächsstoff gesorgt. Wir blenden jetzt hier erstmal, bevor wir anfangen, einen kleinen Ausschnitt ein. Den Ton, den können wir nicht abspielen. Ja, also wunderschön. Also eine 1,50 Meter große Frau am Hals gepackt und mit voller Wucht auf den Rücken geworfen auf der Straße. Das hätte auch mit einer schönen Gehirnerschütterung und einer fetten Platzwunde enden können. Ich glaube, da haben wir noch einen anderen schönen Clip dabei, wo der kleine Junge mindestens eine ordentliche Schelle mit dem bewährten Handschuh von einem Polizisten oder vielleicht sogar einen Gummiknüppel über den Scheitel gezogen kriegt. Das war also auch bei derselben Veranstaltung. Hier, genau. Da kann man den Jungen sehen. Hat Angst um seine Mutter. Und zack, richtig schön, 1:12. War das am vorletzten Wochenende beim Christopher Street Day? Nein. War das bei der letzten Black Lives Matter Demo? Nein. Wir konnten diese Szenen in Berlin beobachten. Und diese Bilder sind mir das erste Mal ins Auge gestochen von einem ausländischen Journalisten. Der hat entsprechend darüber berichtet. Und diese Szenen haben sogar die Aufmerksamkeit erregt von dem Sonderbeauftragten der UN gegen Folter, einen gewissen Nils Melzer. Der hat dann in einem entsprechenden Tweet um Mithilfe gebeten und um die Zusendung weiterer Bilddokumente und Informationen betreffend dieser Übergriffe der deutschen Polizisten am Wochenende in Berlin. Hier kann man das sehen, ja. This has just been brought to my attention. Can anyone provide me my office with species witness statements of this incident and whether an official investigation has been launched? Also, der Vorfall ist mir zur Kenntnis gebracht worden. Kann mir irgendjemand oder meinem Büro entsprechende Zeugenaussagen oder Dokumente liefern? Und vor allen Dingen, ob es schon eine offizielle Untersuchung zu diesem Vorfall gibt. Da hat er auch eine E-Mail-Adresse angegeben, sr-torture@ohchr.org. Und unten drunter nochmal vielen Dank. Wollen wir doch gleich mal nachfragen, weil das ist ja immer wichtig. Wer ist denn überhaupt Nils Melzer? Vielleicht kannst du gerade mal erst das Bild zeigen, bevor wir ihn kurz beschreiben. Und hier, genau. Ja, der Mann sieht ja vollkommen seriös aus meiner Wahrnehmung. Also kein irgendwie seltsam anmutender Mensch. Halbbrille, der Mann ist Jurist, wenn du vielleicht gerade mal zurückgehst. Was hier steht bei Wikipedia, damit wir mal auch gucken, was der so gemacht hat. Also, das ist ein Schweizer Rechtswissenschaftler, hat Völkerrecht studiert, also ist ein echter Völkerrechtler, nicht wie die in Deutschland sich jetzt vermehrt für höhere Ämter bewerben, die eigentlich nur im Völkerball auskennen, sondern er ist ein Autor, er ist ein Diplomat und er wurde am 1. November 2016 vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zum Sonderberichterstatter über Folter ernannt. Er hat also, er lehrt humanitäres Völkerrecht an der Universität von Glasgow. Also wir haben es hier durchaus mit einer Kapazität zu tun. Und wenn die Ereignisse in Berlin, wie dort mit den Bürgern umgegangen wird, seine Aufmerksamkeit erregen, dann ist es aus meiner Ansicht nach schon ein ganz eindeutiges Zeichen. Und es ist vor allen Dingen auch ein Warnsignal, in welche Richtung Deutschland mittlerweile driftet. Und was man ja gehört hat von den entsprechenden Berichten aus Berlin, die Polizeieinheiten aus Sachsen oder anderen Bundesländern generell haben sich ja sehr professionell benommen, waren nicht extrem aggressiv, haben natürlich auf die Ausnahmesituation entsprechend reagiert, waren aber diszipliniert und professionell. Lediglich die in Zentralberlin stationierte Spezialeinheit der Polizei hat entsprechend hingelangt. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Bildern. Man konnte dann auch sehen von einem 40-jährigen Selbstständigen aus Leipzig, der am Boden lag, ein Polizeistiefel im Genick, zwei riesengroße Platzwunden, fixiert mit einem Kabelbinder am Rücken. Der Polizist geht hin, schlägt ihm mehrfach mit dem durch den Spezialhandschuh gepanzerten Faust ins Gesicht.
Ja, das sind Szenen, die man eigentlich sonst aus Belarus kennt oder von 1989 aus der DDR. Was ist da los in Berlin? Was ist da los in Deutschland? Da muss man natürlich auch sagen, solche Bilder entfalten dann nur ihre Wirkung, wenn die Medien sich empören. Und dieselben Medien, die also selbst im hintersten Winkel der Welt empört kommentieren, wenn es dort zu ähnlichen Vorfällen kommt, aus welchem Anlass auch immer, die unterstützen diese Aktion in Deutschland noch, indem sie die Berichterstattung entsprechend anlegen, indem sie vor allem das Verhalten noch legalisieren, legitimieren und als völlig der Situation angemessen darstellen. Das sind Auswüchse, die sind so menschenverachtend und bösartig, dass man inzwischen, wenn man noch irgendeinen Rest von Achtung für Journalisten in Deutschland übrig hat, auch diesen zu verlieren beginnt. Was hier auch noch gesagt werden muss, hochrangige Vertreter aus dem Berliner Senat, also praktisch der Landesregierung Berlins, brüsten sich ja öffentlich damit, dass sie alle entscheidenden Schaltstellen in Berlin mit ihrem eigenen Personal, nämlich Linke und Grüne, besetzt haben. Von der Polizei über die Schulen bis hin zu den Gerichten und noch anderen entsprechenden Organen und haben angekündigt oder angedroht, dass sie diesen Weg noch konsequenter in Zukunft beschreiten werden. Hier zeigt sich auch genau das, was die linke und die grüne Ideologie ausmacht. Das sind totalitäre Ideologien, die am Ende des Tages einen entsprechenden Polizeistaat mit unnachgiebigem Durchschlagsrecht installieren wollen und die auch entsprechende Gerichtsbarkeit darum installieren wollen, in der solche Dinge dann möglichst auch nicht mehr geahndet werden. Das muss man immer wieder sagen. Was wir jetzt am Wochenende in Berlin gesehen haben, ist das unmittelbare Ergebnis einer linksgrünen Regierung, die lang genug agieren konnte, um die entsprechenden Menschen in diesen Organen zu installieren, die dann solche Aktivitäten in Auftrag geben. Denn die Polizisten rennen nicht einfach so amok in Berlin, sondern da sitzen Leute oben drüber, die genau solche Befehle erteilen. Das muss man da auch immer wieder sagen. Ja, wir können auch mal in die Vergangenheit schauen und da kann man auch jedem gleich die Illusion nehmen, dass in Deutschland jemals so etwas wie ein Rechtsstaat bestanden hat. Meiner Meinung nach gab es immer so etwas, was man heute als Deep State bezeichnet oder tiefen Staat. Schauen wir doch mal, wie das damals gewesen ist zur Zeit der Studentenproteste. Ramin hat ja auch noch einen bestimmten Bezug dazu. Anlässlich des Schah-Besuchs in Deutschland gab es ja von Exil-Iranern große Proteste bis hin zu Morddrohungen. Ich denke, auch berechtigterweise hatte man die Befürchtung, dass ein Attentat auf den Schah verübt werden konnte und linksextreme Gruppen um Rudi Dutschke herum oder auch um Horst Mahler und dieses Anwaltsbüro haben sich eindeutig dagegen positioniert und zu Protesten aufgerufen, was allerdings gewesen ist, gewalttätig, wie man es jetzt von G20-Gipfeln oder so kennt, waren diese Demonstranten zunächst einmal nicht. Es waren die Leibgarden des Schahs, aber eben auch die Berliner Polizei, die brutalst drauf losgeknüppelt hat und die Geburtsstunde der Studentenrevolte. Das war ja der Todesschuss in den Hinterkopf aus der Pistole von einem Polizisten, der den Studenten Benno Ohnesorg traf, der als Beobachter zu einer Demonstration gegangen ist und in der Nähe der Deutschen Oper dann in einen Hinterhalt geriet oder in einen Hinterhof, wo Schlägertrupps der Polizei einzelne Demonstranten herausgezogen haben. Diese Taktik, die habe ich auch oft immer wieder in abgemilderter Form beobachtet auf vielen Demonstrationen. Und da hat ihn eben der Polizist Karl-Heinz Kuras in den Hinterkopf geschossen, ohne Not. Und Zeugenaussagen, die haben das auch später bestätigt. Trotzdem wurde der Polizist freigesprochen. Es gab, glaube ich, nicht mal ein richtiges Verfahren. Die Bild-Zeitung, die monatelang vor allen Dingen Dutschke als Feindbild aufgebaut hat,
hat den Vorfall überhaupt nicht erwähnt, bis es nicht mehr anders ging, ja, sondern immer wieder eben dazu aufgerufen, ja, meldet uns die roten Hetzer und ich weiß nicht, ja, also ziemlich üble Schlagzeilen. Und am Abend nach dem Tod von Benno Ohnesorg, da zogen dann auch wütende Demonstranten vor das Verlagsgebäude von Springer, und Dutschke, der selber bei der Demonstration nicht anwesend war, hat die Enteignung von Springer gefordert. Naja, ich hätte, ja, dafür habe ich durchaus Verständnis, natürlich Enteignung in dem Sinne nicht, ja, aber die Kritik, die die Studenten geäußert haben, da kann man ja viele Teile eben auch heute noch unterschreiben, nicht allerdings die Methoden und die Lösungswege, die sie bestritten haben. Und ja, bei all diesen nachfolgenden Demonstrationen, da kam halt immer wieder ein V-Mann ins Spiel, das kann man heute alles nachlesen, ein sogenannter Herr Peter Urbach. Der hat den RAF-Terroristen der ersten Stunde, Horst Mahler, der später ja ins rechte Lager abgedriftet ist, eine Pistole besorgt, hat Brandsätze, Molotow-Cocktails unter anderem nach dem Attentat auf Rudi Dutschke am 11. April 1968 die Molotow-Cocktails geliefert, um die Lastwagen der Springer Verlags in Brand zu setzen, damit die Zeitung nicht ausgeliefert werden konnte, was misslungen ist. Aber die Studenten selber, die haben keine Brandsätze dabei gehabt. Und das zieht sich durch die Geschichte der Bundesrepublik der Nachkriegszeit. Und wer jetzt glaubt, dass das heute nicht so gemacht wird, denn wir haben ja viele Presseberichte auch gelesen, es gab Angriffe auf Polizisten, auf einen Journalisten, auf einen der Gewerkschaft, der Polizeisprecher Thilo Kabitz, der wird dann da im Kablitz im Spiegel erwähnt. Man begegnet uns mit Gewalt und da mussten wir uns ja wehren. Und solche Bilder hier, ja, das, was Peter auch gerade angesprochen hatte, ja, der Professor Barbarowski hat das gefilmt, das ist gleich vor seinem Haus geschehen, das kann man bei Reitschuster alles auch nachlesen. Der war auch Augenzeuge dieses Vorfalls. Das sieht man nicht im Spiegel. Überhaupt in dem erwähnten Artikel, da keinerlei Kritik an der Polizeigewalt, sondern es wird überall betont, dass dort eben Übergriffe auf Polizisten stattgefunden hätten. Und ja, das haben wir in der Form bei den Querdenker-Demonstrationen noch nie erlebt, bis auf diesen merkwürdigen Sturm auf den Reichstag und andere Dinge. Im letzten Jahr gab es mal einen Übergriff auf einen Polizisten in Dresden, der wurde zu Boden gestoßen. Auch da sieht man, das sind nicht unbedingt Querdenker, sondern andere Gruppierungen aus dem sehr rechtsstehenden Lager, die da mal ein bisschen hingelangt haben, aber das hat auch nicht die Schärfe von linksextremen Angriffen gehabt. Aber wer jetzt denkt, dass da keine solche Provokateure eingeschleust worden sind, die jetzt dafür sorgen, dass die Presse eben dann auch die entsprechenden Bilder bekommt und die ja dann auch bereitwillig zeigt über den Tod eines 49-Jährigen, der nach der Festnahme im Polizeigewahrsam dann einen Herzinfarkt erlitten haben soll. Und ich sage das wirklich erlitten haben soll, denn ich bin überhaupt nicht bereit, das zu glauben. Der Mann, der ist gefasst worden, der ist brutalst auch zu Boden geschmissen worden. Und es mag sein, dass die Berliner Polizei da keine weitere Schuld trifft, aber Presseberichte darüber, die das in irgendeiner Form kritisieren, haben wir nicht gelesen. Und da möge sich doch bitte jeder die Frage stellen, wer hat jetzt hier auf der Seite des Rechtsstaates gestanden? Der Demonstrant, der dafür auch mit dem Leben bezahlt hat, auch wenn es ursächlich nicht durch die Polizeigewalt geschehen ist, oder eben die Berliner Polizei? Ich glaube, wie ich die Frage beantworten würde, kann sich jeder denken. Ich lasse das hier einfach mal ganz offen. Und ja, das geschieht eben heute so. Wir sehen das halt, in anderen Jahrzehnten hat man das so gehandhabt. Heute haben wir auch eine Bevölkerung da, die ja, dem schutzlos ausgeliefert worden ist. Ein Ergebnis dieser ja, Antiterrorgesetze unter der Regierung von Helmut Schmidt war ja unter anderem die Entwaffnung des deutschen Volkes.
Das muss man heute nicht mehr fürchten. Und ich finde es auch einen ziemlichen Witz, dass genau dieser Kanzler gerade von heutigen Konservativen bis hin im AfD-Spektrum immer so hochgehalten wird als ein lobendes Beispiel. Das ist einer der ersten gewesen, der eben ja zur Verschärfung der Gesetze beigetragen hat und unter anderem auch einen hohen Anteil daran hatte, dass das Gewaltregime, das wir heute im Iran haben, etabliert worden ist. Und die EU hat ja da heute auch noch mal für einen kleinen Skandal gesorgt, der aber eben auch von den Medien nicht aufgegriffen wird. So viel dazu. Was kann man von so einem Land mit so einer, ja, Politik und solchen Kreisen im Hintergrund anderes als erwarten als das, was wir jetzt in Berlin gesehen haben? Ja, ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz einhaken an dem Stelle, wo du gesagt hast, wegen den Medien. Ich habe natürlich auch ein bisschen rumgeguckt und der Spiegel hat einen Filmmitschnitt gebracht und ich hätte wirklich, ich habe schallend losgelacht, wo es stand: Journalisten retten Polizisten. Und auf dem Filmmitschnitt ist zu sehen, es ist ein Chaos. Ich glaube, es war Potsdamer Platz irgendwo in dem Bereich. Leute laufen durcheinander und eine Person beim Rennen prallt mit einem Polizisten zusammen und der geht zu Boden. Und dann ist er irgendwie benommen und steht wieder auf. Und daraus macht dann der Spiegel: Journalisten retten einen Polizisten. Wäre derjenige am 1. Mai mit einem Antifanten zusammengeprallt, hätten sich die anderen auf ihn gestürzt, den Helm runtergezogen. Und wenn er anschließend noch aus dem Krankenhaus rausgekommen wäre, hätte er Glück gehabt. Ja? Daran kann man schon sehen, wie sich die Journalisten in Deutschland zu Mittäter machen. Ja, was anderes ist es nicht. Ja. Ja, und nicht nur das, Peter, wichtiger Hinweis. Es ist eben auch immer wieder das gleiche Muster und das muss man auch an der Stelle immer wieder sagen und ich werde auch nicht müde, das immer wieder zu sagen, egal wie oft ich es schon gesagt habe. Wenn man von gefährlichen Querdenkern spricht, wenn man von gefährlichen Rechten spricht, die eigentlich gefährlichen Menschen in unserer Gesellschaft sind die Linksextremisten, weil die hundertfach, tausendfach nachgewiesen haben, dass sie bereit sind, auch den Tod ihrer als Feinde empfundenen Gegner in Kauf zu nehmen. Linksextremisten haben genau zwei Ziele, wenn sie sich irgendwie in größeren Gruppen öffentlich bemerkbar machen: größtmögliche Zerstörung von Hab und Gut und größtmöglicher Personenschaden gegenüber der Staatsgewalt, Polizei und allen anderen. Das restliche Spektrum, das man hier immer versucht, als große Gefahr für unser Land darzustellen, das ist ideologisch abstoßend, wenn es im rechten Extremismus zu Hause ist. Es ist auch zum Teil organisiert. Es kommt aber bei weitem nicht an den Linksextremismus heran, weder in der Zahl noch im Organisationsgrad noch in der Bereitschaft und im Willen, Schaden an Sachen und vor allen Dingen an Personen anzurichten. Das muss man immer wieder dazu sagen. Wenn man also hier von gefährlichen Rechtsextremen oder gefährlichen Rechten schwafelt, was unsere Presse ja von morgens bis abends tut, dann beschränkt sich diese Gefährlichkeit darauf, dass es vielleicht mal einen Klaps irgendwo hingibt oder dass einer sich unflätig äußert oder von mir aus auch mal eine Rauferei oder eine Prügelei. Dass aber Rechte erfinderisch werden, wie sie andere Menschen zu Schaden bringen können, wie zum Beispiel Linksextremisten bei den Krawallen zur EZB-Eröffnung, als sie Drahtseile in Höhe ungefähr von 1,50 Meter oder 1,20 Meter über die Straße gespannt haben, weil sie wussten, dass Polizei, Beamte auf Motorrädern ihnen nachjagen und weil sie wollten, dass sie genau das Drahtseil am Kehlkopf trifft, damit der Kopf möglichst auch anschließend ab ist. Wer also eine derartig kriminelle Energie in sich trägt, dass er auf solche perfiden Mordmethoden zurückgreift und die ganz bewusst einsetzt, das ist eine Qualität, die wird man im rechtsextremen Spektrum, ohne dass ich das in irgendeiner Form verteidigen möchte, niemals finden. Niemals, egal wie viele rechtsextreme Opfer es gegeben hat, egal wie viel, also Opfer durch Rechtsextreme, egal welche Anschläge Rechtsextreme verübt haben oder verübt haben sollen, man wird diesen Instinkt des Tötens,
den man im Linksextremismus findet, in dieser Ausprägung niemals im rechtsextremen Spektrum finden. Und wer also hier von gefährlichen Extremisten spricht, der muss immer als allererstes die Linksextremisten nennen, dann die Islamisten, und dann ist er noch lange nicht in der Szene angekommen, wo er die Querdenker verordnet, die im Übrigen eine linke Bewegung sind. Auch das werde ich nicht müde, immer wieder zu wiederholen. Besonders perfide, oder nicht perfide ist das falsche Wort, besonders paradox ist ja das Feindbild der Linksextremen, nämlich die Polizei. Und ja, dabei wird ja eben, wie du es auch eingangs schon erwähnt hast, ja ein Polizeistaat errichtet, ein linker Prägung, und das passt alles hinten und vorne nicht zusammen, was sie vorgeben zu bekämpfen. Das errichten sie eigentlich dann in noch schärferer Form. Ja, weil diese Ideologie, die hat ja auch keine Unterfütterung. Die linksextreme Ideologie hat ja keine Ziele an sich. Linker Extremismus will ja einfach nur die niedersten Instinkte von Kreaturen ausleben. Das ist ja eigentlich die Ideologie. Linker Extremismus ist nicht darauf ausgerichtet, was zu errichten. Linker Extremismus benutzt Strukturen nur als Mittel zum Zweck. Linker Extremismus will zerstören, will Chaos, will Anarchie, will Tote, will Schäden. Linker Extremismus hat keine Ziele, die in irgendeiner Form auf irgendetwas gerichtet sind, wodurch er anschließend Macht, Gewalt oder sonst was ausüben will. Es geht einfach darum, die niedersten Instinkte, die diese Menschen mit sich führen, auszuleben. Das ist der Kern des linken Extremismus. Ja, es sind ja zwei Punkte. Und in beiden Punkten spiegelt sich ja die extreme Gewalttätigkeit und die Menschenverachtung wieder. Das ist zuerst, wenn Linke quasi nicht an der Macht sind, indem sie, wie wir das ja jetzt erleben, durch extreme gewalttätige Aktionen vorstellig werden und auffallend sind. Und wenn sie dann an der Regierung sind, indem sie extrem gewalttätig gegen die Bevölkerung vorgehen. Pol Pot, Stalin, ich meine, die Liste ist endlos. Aber linke Regime sind ja immer gegen Menschen und immer gegen das Individuum und immer gegen Personen gerichtet. Ja, das könnte man im weitesten Sinne natürlich auch von Rechten gehen, aber dort gibt es zumindest eine Art positives Ziel, der Volkskörper, die Gemeinschaft oder die Nation oder wie auch immer. Ja. Aber in Linken ist es explizit gegen das Individuum und gegen die Menschen gerichtet. Und da ist das Gewalt, sind keine Limits vorhanden. Da ist alles, wenn ich nur an Pol Pot denke, Medikamente waren Luxus, westlicher Luxus wurde verboten. Und hier haben wir ja genau das Gleiche. Ja. Die Grünen haben jetzt den Anspruch erhoben, nach der nächsten Bundestagswahl das Umweltministerium zu haben, was ein Vetorecht impliziert für alle Gesetze, die dem Pariser Klimaabkommen oder was auch immer der grünen Religion entspricht, zuwiderlaufen. Das heißt, egal was ein Parlament bestimmt, egal was rechtsmäßig und recht im Gesetz ist, wollen die das durch ein Veto aushebeln können. Das ist de facto eine Diktatur. Nicht ja, da haben wir doch genauso ein Beispiel, was ich vorhin meinte. Ja, da müsste doch eigentlich, wenn wir denn einen Rechtsstaat hätten, da müsste doch sofort der Verfassungsschutz aktiv werden und ein Verbotsverfahren und relativ schnell auch eingeleitet Beachtung. Werden und die Leute, die so etwas verfasst haben, ernsthaft postulieren, hinter Schloss und Riegel in Untersuchungshaft und ja, bis hin zu den Journalisten, die so etwas unterstützen, denen eine Plattform geben und das auch noch hochschreiben, das ist doch... Ja, Hochverrat, ja. Nichts anderes. Es lehnt offen unsere Verfassung und die rechtsstaatliche Ordnung, nicht nur des Deutschen, sondern es eigentlich jedes Staates hat. Ja? Ja, und das ist ja das zweierlei Maß, mit dem gemessen wird. Wenn also sich irgendwie ein paar verrückte Esoteriker zusammenrotten und irgend so einen Gebetszirkel bilden und dann durch die Straße laufen in Berlin, um da entsprechend auf der Grundlage ihrer Esoterik Dinge zu verbreiten. Und damit meine ich jetzt nicht die Demonstration vom vergangenen Wochenende, sondern wir haben das ja auch schon an anderer Stelle entsprechend erlebt zu anderen Themen. Dann kommen plötzlich alle aus den Löchern und sagen, oh, unsere freiheitliche Grundordnung ist bedroht durch ein paar Esoteriker. Den Reichsbürger hat man ja auch erfunden. Das sind auch bis heute
ich sage mal, seltene Exponate, die vom Aussterben bedroht sind, weil sie so wenig vorkommen in Deutschland. Die hat man ja aufgeblasen zur paramilitärischen Organisation, die also eng vernetzt in 16 Bundesländern agiert. Da muss man ja auch wieder sagen, ja, da wird sich also unheimlich abgearbeitet an irgendeinem Popanz. Da werden also die Prepper sind als nächstes zu nennen. Ja, wer also im Supermarkt für 2 Wochen hintereinander einkauft und den Einkaufswagen voll macht, der gilt ja schon als Prepper. Da ist ja alles, wird ja alles kriminalisiert und aufgeplustert, was da irgendwie am etwas schrägen Rand so sich tummelt. Aber das sind alles keine gefährlichen Leute. Ja. Oder und Prepper, kannst du das mal kurz erklären mit dem Prepper? Das ist mir jetzt, habe ich noch nie gehört. Aber was ist die? Also Prepper. Ja, der Begriff ist ja aus dem Englischen. Also ja. Prepper sind einfach Leute, die glauben, dass demnächst hier die Anarchie ausbricht und der Bürgerkrieg und der Staat nicht mehr die Kontrolle hat und deswegen sich mit Lebensmitteln versorgen und die bei sich einbunkern, damit sie also in der Lage sind, auch unter Umständen mehrere Monate vielleicht im Keller zu überleben, wenn hier alles zusammenbricht. Also angefangen von der Energieversorgung bis zur politischen Führung. Das sind eben Menschen, es mag solche Menschen geben, mit Zukunftsängsten, mit einem fehlenden Vertrauen in den Staat, mit einem fehlenden Vertrauen in die Infrastruktur. Und wenn jemand so tickt, dann ist es mir doch recht, dann soll er sich doch von mir aus den Keller voll machen mit Konserven, ist mir doch völlig egal. Aber dass man diese Leute hernimmt und als gefährliche Rechte deklariert in Deutschland, das ist ja der Treppenwitz. Denn die Tatsache, dass sie sich mit Lebensmitteln da versorgen in einem Umfang, der also eine Familie locker durch den Winter bringen würde, die rührt ja eigentlich nur von ihrer Verrücktheit her, dass sie denken, der Weltuntergang steht an. Solche Gruppierungen hat es immer gegeben in der Menschheitsgeschichte, die also irgendwelche Daten genannt haben für den letzten Tag unserer Erde und am nächsten Tag war es dann doch nicht. Und dass man die hernimmt und als gefährlich bezeichnet, dass man denen attestiert, sie hätten in irgendeiner Form die Chance und die Möglichkeit, unseren Staat umzustürzen oder vielleicht sogar sich zu organisieren, das ist so lächerlich, dass man es gar nicht genug thematisieren kann. Und dem steht gegenüber die wirklichen Gefährlichen, die wir vorhin ja auch ausführlich benannt haben. Und das ist eben immer etwas, wo die Medien natürlich eine große Rolle haben. Wenn Journalisten so einen Quatsch dann immer wieder herunterbeten und sich gegenseitig zitieren als Referenz, weil irgendeiner irgendwo einen Querdenker oder einen Prepper oder einen Reichsbürger gesichtet haben will, dann erwecken sie damit natürlich den Eindruck, sowas wäre ein flächendeckendes Problem. Aber es ist gut, dass du das sagst wegen Medien. Ich habe letztens durch Zufall auf einem YouTube-Video gesehen, es gab jetzt wohl einen Untersuchungsausschuss zur Flut. Und bei diesem Untersuchungsausschuss zur Flut war die Conclusio, A, man hätte nichts machen können, B, das Klima war schuld, C, das CO2 war schuld, Und schuld waren die Bürger, die trotz der E-Mails, die um 14 Uhr am Freitag in irgendwelchen Amtsstuben eingetroffen sind und die keiner mehr gelesen hat, weil alle im Feierabend waren, dann nicht sich in Sicherheit gebracht haben. Wir wissen alle, Benelux, 0 Tote durch die Flut, alle wurden rechtzeitig gewarnt, in Sicherheit gebracht. In Deutschland birgt man immer noch Leichen. Und ich sage es nur noch mal, beim letzten Mal haben wir schon gesagt, es gilt nur noch 1.000 Leute an vermisst. Ich glaube nicht, dass wir die je wiedersehen werden. Ja? Also was lernen wir daraus? Keiner ist schuld. Im Zweifel sind die Leute selber schuld. Wir machen weiter wie gehabt. Und ich meine, das ist ja das Gute. Man kann jetzt auf allem, egal ob jetzt Föhn ist, ob man irgendwie sonst ein Unwohlsein befällt, es ist für alles und jedes immer das Klimaschutz. Und ich kann es noch ergänzen. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat prüft, Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung und anderer in Frage kommender Delikte gegen die Verantwortlichen, zum Beispiel Innenminister Levens von Rheinland-Pfalz oder eben auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ja, aber man kann sich vorstellen, wie diese Ermittlungen dann eben weitergehen. Irgendwann werden sie ohne Befunde eingestellt, befürchte ich. Was man aber auch gehört hat, dass Bergungsarbeiten eingestellt oder behindert worden sind,
auf Befehl von oben, von dem Zauberministerium, demnächst, was sich die Grünen ja eben wünschen, um den Fischbestand nicht zu gefährden. So fertig ist dieses Land. Ich kann nur sagen, das, was ich bis jetzt an Augenzeugen berichten, also aus erster Hand gehört habe, ist, diese Leute da, die haben dermaßen einen dicken Hals auf die Politik, die wird man für grüne Politik, auch für Union oder SPD, überhaupt für irgendetwas nie wieder begeistern können. Die haben sämtliches Vertrauen in den Staat und seine Institutionen verloren. Und da macht sich das Gefühl breit, die Überzeugung, dass das eben, dass da Absicht hintersteckt. Ja, und ich bin mir relativ sicher, mein erster Gedanke war, da ist ein Plan dahinter. Und zwar, ich schicke eine staatsanwaltschaftliche Ermittlung vor. B, ich weiß genau, die wird sich in Luft aufheben. C, ich habe einen lupenreinen Beweis, dass ich keinen Fehler gemacht habe, weil der Staatsanwalt konnte ja nichts finden. Ja, so wird es immer gemacht und das war's ja. Da wird dann ermittelt, ja. Genauso, wenn dann irgendwelche Dinge untersucht werden oder wenn bei zweifelhaften Todesfällen, ja, da wird dann ein Obduktionsergebnis bekannt gegeben. Was soll ich denn damit anfangen, wenn ich Zweifel an der korrekten Arbeitsweise einer Behörde habe, zum Beispiel mit einem Obduktionsergebnis, wenn ich nicht selber diese vornehmen kann, was ja zum Beispiel in Gerichtsverfahren, kann man mal beim Herrn Strate nachfragen, wenn es da um Gutachten geht oder so, die muss man ja dann selber in Auftrag geben, damit man dann einen Gegenbeweis hat und damit dann mit dem Gegenbeweis vielleicht die These der Staatsanwaltschaft widerlegt oder eben auch noch bewiesen wird, keine Frage, ja, aber ja, warum? Das ist, kann ja per se nicht überzeugen, wenn ich der Behörde misstraue und die macht dann noch mal eine Untersuchung, was soll da am Ende bei rauskommen, ja? Also das wird ein Zweifler nicht mehr überzeugen, ja. Was natürlich auch passieren kann, und das hat jetzt eine ganz andere Dimension, und da greife ich mal voraus zur Bundestagswahl, die ja schon recht bald vor uns steht. Ich spinne jetzt einfach mal. Da haben jetzt Zehntausende in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen in bestimmten Regionen ihr Hab und Gut verloren. Und es wird natürlich schwierig, unter Umständen dann am Bundestagswahltag nachzuweisen, dass man wahlberechtigt ist. Vielleicht sogar schwierig nachzuweisen, dass man der ist, der man vorgibt zu sein. Und jetzt könnte es ja vorstellbar sein, dass sich bestimmte Gruppen das dann auch zunutze machen und dass dann plötzlich bestimmte Parteien in den Flutregionen entgegen der Prognose, dass diese Menschen den Etablierten und den Grünen vor allen Dingen nie wieder ihre Stimme geben würden, dass aber trotzdem genau die genannten Parteien dort plötzlich erhebliche Stimmenanteile gewinnen. Jetzt gibst du hier auch noch Tipps ab. Oh wehe, wenn das jemand von denen hört, aber immerhin der WDR, der ja bei der Berichterstattung total ausgefallen ist und die Bürger eben nicht im Vorfeld gewarnt hat, der hat ja jetzt gesagt, Flutopfer, die brauchen keine Rundfunkgebühren zahlen, die müssen sich nur melden, ja womit denn, auch rückwirkend, ja, und können dann erstmal vorläufig von den Rundfunkgebühren befreit werden. Ist das nicht ein schönes Zeichen? Ja, und ich will gar keine Tipps geben, um Gottes Willen. Ja. Aber ich denke, man muss nicht so naiv sein zu glauben, dass es da nicht auch bei bestimmten ideologisch sowieso schon sehr aktiven Menschen auch Überlegungen gibt. Ja. Und wenn ich weiß, dass ich also hier ein Wahlergebnis und sei es vielleicht auch nur in einem Wahlkreis und sei es, dass es nur um die Direktkandidatur einer grünen Kandidatin gibt, die ansonsten keine Chance hätte. Wenn ich dann also weiß, dass ich das auf dem Wege beeinflussen kann, dann macht das vielleicht nachher in der großen Endabrechnung nichts aus, weil die Grünen dann dort vielleicht bundesweit unterm Strich 0,1% mehr haben. Aber ich habe möglicherweise wieder geschafft, jemanden in den Bundestag zu bringen, der auf andere Weise dort nicht hingekommen wäre, und habe wieder den Marsch durch die Institutionen um eine Person erweitert. Übrigens, Ramin, weil du gerade von den Grünen sprichst, wie ist denn jetzt der Sachstand in Saarland?
Dürfen die jetzt antreten? Hat der Bundeswahlleiter oder der Landeswahlleiter die jetzt gekannt? Das entscheidet sich morgen. Also wenn wir das Video senden, beziehungsweise wenn es online ist, kann es schon sein, dass die Entscheidung schon da ist. Deswegen sage ich mal den genauen Termin. Am 5. August wird der Bundeswahlausschuss dann zusammenkommen. Da ist der Bundeswahlleiter dabei. Und wird die strittigen Fälle, da gibt es ja auch noch einen in Bremen mit der AfD, der aber anders gelagert ist, diskutieren. Ich selber bin Mitglied des Kreiswahlausschusses in Main-Taunus-Kreis. Wir haben in der vergangenen Woche getagt und hatten dort einen Fall einer Partei, der wir den Antritt an der Wahl nicht zugestehen konnten aufgrund von Formfehlern. Auch da gibt es dann eine weitere Instanz, das ist dann der Landeswahlausschuss, der ist oben drüber und der entscheidet jetzt als nächster. Diese Ausschüsse werden aber nur tätig, wenn es eine sogenannte Beschwerde gibt. Die hat es gegeben, die Grünen im Saarland haben Beschwerde eingelegt gegen den dort verhängten Ausschluss. Man muss aber auch sagen, was ist da genau passiert? Dass der Landeswahlausschuss im Saarland hat den Grünen den Antritt mit einer Liste untersagt. Das heißt, die Grünen können zwar mit einer Erststimme für sich werben im Saarland, sie können aber nicht mit der Zweitstimme dort Stimmen einsammeln. Und die Zweitstimme, das wissen ja unsere Zuschauer alle, ist ja die entscheidende bei einer Wahl, die am Ende über die Prozentverteilung im Bundestag entscheidet. Das heißt, das ist eine echte Schwächung, weil die grüne Direktkandidatin mit der Erststimme hat sowieso keine Chance, aber die Zweitstimme, die Stimmen, die aus dem Saarland dann fehlen, die machen sich im bundesweiten Ergebnis trotz der überschaubaren Größe des Saarlandes dann doch in den Nachkommastellen bemerkbar. Und da, wie gesagt, gibt es derzeit den Stand, dass ein Wahlantritt nicht möglich ist. Für mich, das habe ich auch schon zwischendurch schriftlich kundgetan in den sozialen Netzwerken, käme es einer Rechtsbeugung gleich, wenn der Bundeswahlleiter und der Bundeswahlausschuss am 5. August zu einer anderen Beurteilung kämen. Da sind wir gespannt, wie das ausfällt und wie dann auch darüber berichtet wird. Wir können ja auch davon ausgehen, wie viele Bundestagsabgeordnete bekommen wir nach der Wahl. 892, 973 oder so, die Zahlen, die schwirren ja so durch den Raum. Da kann einem ja nur schwindlig werden. Mir ist so der Gedanke gekommen, es ging ja die Tage wieder um das Grundeinkommen. Und ich glaube, da sind jetzt die ersten Versuche auch gestartet. Warum gehen eigentlich nicht unsere Politiker mit dem Grundeinkommen voran und testen das mal, besonders unsere Grünen und auch diese Piraten, die das so befürworten? Warum treten die nicht einfach mal ihre Mandatsbezüge ab und geben sich mit dem Grundeinkommen zufrieden und verraten uns dann mal so nach 4, 5 Monaten, wie gut sie denn davon gelebt haben und ob sie dann wirklich auch freiwillig auf irgendeiner Bahnhofstoilette Toiletten geputzt haben, wie man sich das so vorstellt, oder im Altenheim Urinflaschen entleert etc. pp. Stattdessen wird es jedes Jahr mehr. Es gibt ja eine Dynamik. Und da wir jetzt in eine Phase kommen, wieder steigender Inflation, und zwar stark steigender Inflation, reiben sich die Bundestagsabgeordneten natürlich die Hände. Es ist vor einigen Jahren bereits eine Dynamik beschlossen worden. Das heißt, es gibt nicht mehr die lästigen Bundestagssitzungen, in denen man um die Erhöhung ringt, sondern es ist seither so, dass man gekoppelt an die Inflationsentwicklung seine Bezüge sich jedes Jahr aufbessert. Das hat in der Vergangenheit zu kleineren Aufschlägen geführt, auch mal zu Nullrunden, weil wir eben inflationsmäßig so unterwegs waren. Meine Prognose ist, in den 20er Jahren dürfen sich die Abgeordneten im Schnitt jedes Jahr um 3-4% Aufbesserung ihrer Bezüge freuen, weil das dürfte so im Schnitt die Inflation der nächsten 5, 6 Jahre aufs Jahr gesehen sein. Ja, und dass man das auch Diäten nennt, also immer noch Diäten nennt. Das war früher ja mal zutreffend, das ist ja etwas, was schlank machen soll. Und ich glaube, viele nicht so gebildete Menschen oder Kinder oder so, die verstehen das auch schon mal falsch, dass die vielleicht da irgendwie so eine Diät machen. Und wenn die dann den Bundestag sehen, da wird dann über Diäten debattiert. Das vielleicht meinen, das sind die Weight Watchers oder so. Das sieht man ja an Peter Altmaier. Man nennt es wirklich noch so, und auch da sieht man ja,
wie ja, wir mit diesen Begriffen letztendlich getäuscht werden, wenn die Verwendung des Begriffs wirklich daher rührt, wie ich jetzt hier habe, mal vermuten lassen. Mit Maß halten als nichts zu tun nehmen. Ja, und da muss man natürlich auch wieder sagen, die Diäten sind ja nur ein Teil dessen, was so ein Abgeordneter einstreicht. Daneben erhält er ja nochmal in der Größenordnung von, je nachdem, wie er sein Büro ausgestaltet, welche Nebenkosten er sich leistet, wie sein eigener familiärer Stand ist und so weiter und so fort, kann man also nochmal ungefähr 40% dessen, was er an Diät bekommt, obendrauf rechnen. Das ist sein Gesamtmonatseinkommen. Da sind wir also dann, wenn man es netto rechnet, je nach Steuerklasse und persönlicher Situation, schnell in einem fünfstelligen Bereich des Nettoeinkommens, das ein Bundestagsabgeordneter pro Monat abräumt. Im Laufe einer Legislatur kommt man so leicht auf 500.000 Euro an Nettoeinkommen, wenn man es aufaddiert. Ja, und das rechnet man dann mal der Anzahl der Mandate, die dann verteilt werden, plus der, die jetzt noch in diesem Jahr so da hinzukommt. Da weiß man eigentlich, wofür man arbeiten geht und Steuern bezahlt. Da auch da habe ich eine Zahl zu, das habe ich schon mal ausgerechnet, habe ich auch veröffentlicht vor einiger Zeit. Im Jahr 2018 haben wir in Deutschland erstmals die Schwelle von 1 Milliarde Euro überschritten. Eine Milliarde ist das, was wir den Bundestagsabgeordneten, was wir den Parteien über die Parteienfinanzierung und was wir den Parteistiftungen über die Zuflüsse bezahlen. Das heißt, da ist noch lange nicht drin alles, was sich auf Landesebene abspielt. Und da ist auch nicht der große hauptamtliche Apparat an Staatssekretären und Mitarbeitern in den ganzen Ministerien drin. Allein die 709 Bundestagsabgeordneten plus die dahinterstehenden Parteien plus die dahinterstehenden Stiftungen sind uns seit 2018 und inzwischen noch mehr 1 Milliarde Euro pro Jahr wert. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wie viel haben nochmal die Flutopfer jetzt bekommen? Genau. Ist die Zahl bekannt oder sagt man die nicht? Weil bei Flüchtlingen würde man ja relativ enthemmt prahlen, wie groß die Zahl ist oder schämt man sich? Oder doch, ist es wieder... Die ist bekannt, nur es ist wohl noch kaum Geld geflossen, wenn man so die Betroffenen hört. Mhm. Also die Bundesregierung hat sich entschieden, dass sie aus Bundesmitteln 200 Millionen Euro bereitstellt. Mhm. Die Länder haben beschlossen, die zwei Betroffenen auch nochmal die gleiche Summe aufzuwenden. Mhm. Geflossen ist aber offenbar ein ganz, ganz kleiner Teil bisher. Also selbst mehrere Wochen nach dem Unglück sitzen viele immer noch ohne Mittel da. Da sieht man auch, wie die Prioritäten verteilt sind. Dafür hat die Bundesregierung jetzt beschlossen, in den Bundestag einzubringen, und das wird jetzt noch in der Sommerpause durch eine Sondersitzung verabschiedet, dass man den betroffenen Unternehmen unter die Arme greift. Da trifft man sich also außerhalb der Sitzungszeit sogar zu einer Sondersitzung, damit die Geld kriegen, damit dort rechtliche Rahmenbedingungen wie zum Beispiel die Aussetzung der Insolvenzpflicht und so weiter beschlossen werden. Bei den Bürgern bleibt es bei Ankündigung und dann geht das seinen gemütlichen bürokratischen Gang. Bei der Unternehmerschaft ist man sehr agil und kommt zu Sondersitzungen zusammen. Auch das ist wieder so ein kleiner Hinweis, wie in unserem Land und nicht nur hier mit auch immer wieder zweierlei Maß gemessen wird. Ja, da gehen wir mit gutem Beispiel voran. Wir messen nämlich hier mit dreierlei Maß und wir freuen uns, wenn unsere Zuschauer auch nächste Woche wieder dabei sind. Herzlichen Dank, Peter und Ramin und liebe Zuschauer. Tschüss, schöne Sommerzeit. Tschüss.